Liebe Freunde, ich nehme euch auf eine kleine Reise in die Vergangenheit mit. Die Burg Wartenstein hat auch eine Sage. Ich lese die mal runter vom Internet, von Wikipedia. Sage: Der letzte Burgherr von Wartenstein soll während der Belagerung durch die Berner den Familienschatz in den Sodbrunnen geworfen und sich in voller Rüstung mit seiner Tochter und seinem Schlachtross über die Felsklippe gestürzt haben. Bis heute bewache der große Schlosshund den nie gefundenen Schatz und sitze um Mitternacht an der Stelle des Sodbrunns. Wenn die Kirchenglocke von Lauperswil 1 Uhr schlägt, verlässt er seinen Platz und geht ins Dorf, um am Kirchbrunnen Wasser zu trinken. Danach betritt er den Friedhof und verschwindet. Die Burgruine Wartenstein ist die Ruine einer mittelalterlichen Höhenburg aus dem 13. Jahrhundert in der Gemeinde Lauperswil im Kanton Bern in der Schweiz. Der Aufstieg bis zur Burg ist sehr steil, ist aber auch abwechslungsreich und auch sehr schön. Und zum Abschluss, bevor man zur Burgruine raufkommt, muss man auch eine sehr, sehr steile Treppe hinauflaufen, die so steil ist wie eine Hühnerleiter. Ich hoffe, ihr Deutschen wisst, was das heißt. Und meinem Hund hat es natürlich auch sehr gefallen. Der hat es genossen, mal etwas Neues zu erforschen. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Und am Ende des Videos würde ich mich sehr, sehr darüber freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt. Und wer mich noch nicht abonniert hat, darf mich ruhig abonnieren. Und nicht die Glocke vergessen anzuklicken, dann verpasst ihr nie mehr ein Video von mir. Ich wünsche euch noch viel Spaß beim Weitersehen des Videos. Thank you.